Da steht er und sieht uns an mit starrem Blick. Mit dem Blick, der in die Zukunft gerichtet ist. Denn wir sollen zum ersten Planeten fliegen. Vom Unbekannten wurden wir beauftragt, um herauszufinden, was mit einer Kolonie geschehen ist, die plötzlich verschwunden ist. Denn wir wollen herausfinden, ob da zufälligerweise die Reaper hinterstecken. Und damit herzlich willkommen. Und ja, ich habe im letzten Teil einen Stufenaufstieg bekommen. Das können wir uns mal angucken. Eigentlich kennen wir es ja schon. Ich habe das ja schon mal gemacht. Was können wir denn dann mal nehmen? Ja, Verstärkung der Panzerung ist doch schon mal ganz gut. Und die können wir noch nicht machen, ne? Nee. Ja, dann war es das erstmal. Weil für die nächsten Stufen brauchen wir jeweils 2 Punkte oder hier sogar 3. Aber okay. Sollten wir hinkriegen. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Irgendwo wartet wohl ein Shuttle auf uns, so viel ich verstanden habe. Und dann geht's los auf unsere erste Mission. Ich bin schon so aufgeregt. Habt ihr was Neues zum Labern? Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Nicht vergessen, wer Boss ist. Dann komm. Wir bedanken uns mal. Haben wir ja noch nicht gemacht. Wir sind ja netter, ne? Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Ja, danke, dass du uns jetzt nochmal ins Gewissen redest. Ich habe eh schon schlechtes Gewissen. Aber, okay, sie ist wohl irgendwie beleidigt. Ich hake mal nach. Dafür, dass sie mich 2 Jahre lang wieder zusammengebaut haben, scheinen sie mich nicht sehr zu mögen. Vor ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Ja, und die Zeit wird zeigen, ob ich Cerberus zu schätzen weiß oder ob ich sie weiterhin vernichten will. So, erzähl mir doch noch ein bisschen was über dich. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ah, sie ist also eine Biotikerin. Gut zu wissen. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Aber trotzdem reicht das nicht. Wir müssen auch uns vertrauen können, sonst klappt das alles nicht. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Nett. Super. Super nett. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Aha. Und was zum Beispiel? Hättest du uns ein hübscheres Gesicht gestaltet? Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Na, dann bin ich mal froh, dass er das Sagen hatte. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Das wird es. Wart mal ab, was wir alles so können. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich. Wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Okay. Dann bin ich mal umso mehr gespannt. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ja, das ist zu lösen gilt. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ja, also sie ist uns wohl noch nicht wirklich gut gestimmt. Umso verwunderlicher, das, was ich euch jetzt erzähle, denn es gibt ja in jedem Teil auch mal wieder eine, mit der man eine Beziehung eingehen kann. Und der Ashley wohl gerade irgendwie nicht mehr da ist, nehmen wir uns die hier vor. Weil die hatte ich nämlich auch noch nie. Es ist eigentlich immer komisch, ne? Es sind immer die offensichtlichsten, wo jeder normale Spieler sagen würde, okay, die mache ich klar. Hab ich bei mir irgendwie nie geschafft. Bei mir waren es fast immer dieselben. Aber diesmal nehmen wir das in Angriff. Auch wenn sie jetzt noch ein bisschen blöd und zickig und kaltherzig erscheint. Das war bei Ashley am Anfang ja auch nicht anders.
das ändert sich vielleicht noch. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Der scheint ja dann schon ein bisschen sympathischer zu sein. Er ist mir auf jeden Fall jetzt schon sympathischer als Kylan. Außerdem bin ich noch nicht beigetreten. Ich arbeite nicht für Service, ich will selber wissen, was da passiert ist. Ich habe nur zugesagt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich vertraue ihm noch immer nicht. Vertrauen Sie mir, Commander? Ja, ganz ehrlich, ja. Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Er war schon bei der Allianz, das ist gut zu wissen. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Was ist ein Korsar? Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Der Amtsschimmel ist auch ein schönes Wort. Ja, wie ist er jetzt zu Cerberus gekommen? Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Die Menschen wurden endlich dazu eingeladen, sich dem Rat anzuschließen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Das mag schon sein. Dafür sind eure Methoden manchmal ein bisschen komisch und ein bisschen extrem ab und zu. Hat er sich gerade versprochen, der Shepard? Das hat sich so angehört, als hätte der Sprecher seinen Satz angefangen, gemerkt, scheiße, ich habe mich gerade versprochen, ich fange direkt nochmal neu an, als ich die Frage gestellt habe. Es kann sein, ich weiß zum Beispiel, dass bei Fallout New Vegas war es, glaube ich, das weiß ich aber auch nur durch so ein altes Cold Mirror Video, wo sie mal die ganzen Bugs oder so ein paar Bugs gezeigt hat, dass es da wohl auch Leute gibt, die, wo du gehört hast, dass die Sprecher sich versprochen haben und dann einfach den Satz nochmal neu angefangen haben. Ach, warum lassen die sowas drin? Naja, komisch. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Dann sollten wir mal los. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Wieso habe ich jetzt schon wieder Abtrünniger bekommen? Für was? Na, ist auch egal. So, ja. Und das ist der Abschlussbildschirm. Immer wenn wir eine Mission erfüllt haben, dann können wir uns nochmal durchgucken, was wir alles geschafft haben. Wir haben halt einen Stufenausstieg. Hier steht nochmal die ganze Missionszusammenfassung, was gerade passiert ist. Oh, und wir haben noch Boni erhalten, weil sie einen Charakter mit Stufe 52 nach Mass Effect 2 importiert haben. Krass. Das ist schon mal gut. Und dann noch Bonus-Credits. Okay, hier kriege ich auch nochmal Boni, weil ich es schon mal beendet habe. Granatwerfer und nochmal Credits. Okay, das ist ja einiges. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Ja, lasst mich alle in Ruhe. Nein, wir fragen Sie erstmal aus. Wie sieht's denn aus? Kriegen wir das hin? Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Ach, das kann natürlich sein. Dann betreten wir einen unbefleckten Tatort. Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Okay, das wird immer mysteriöser. Ich hoffe mal, wir finden irgendwas. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Naja, einer von euch zweifelt schon an uns. Okay, ja, vielleicht haben wir Glück und finden tatsächlich noch jemand Überlebendes. Könnte ja sein.
Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Naja, aber verlassen sieht's ja wirklich aus. Oh, und wir haben endlich ein Gewehr. Nein, das will ich nicht. Genau. Okay, diese Schnellwechselfunktion geht immer nur durch, zwischen den letzten zwei angewählten Waffen. Haben wir diese Waffen jetzt bekommen, weil wir auf der Mission sind oder weil wir, unseren Spielstand importiert haben? Ich weiß jetzt gerade nicht. Kann sein, dass es regelmäßig so ist. Ich hab das nicht mehr im Kopf. Okay, gut, verlassen sieht es auf jeden Fall aus. Es ist auch nicht irgendwie, sieht auch nicht sehr einladend aus hier. Dann gucken wir uns doch mal um. So, was finden wir denn hier Schönes? Hallo, jemand da? Okay, Licht geht auf jeden Fall schon mal an. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Ja, also nach einem Angriff sieht es irgendwie nicht aus, ne? Es sieht eher echt so aus, als wären die einfach plopp verschwunden. Und man weiß nicht warum. So. Okay, hallo. Jemand zu Hause? Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja, das ist ja was die Sache so mysteriös macht. Dass es irgendwie einfach aussieht, als wären plötzlich einfach mal alle gerade irgendwie in Urlaub gefahren oder so. Wenn es nur so wäre. Oh, da haben wir irgendwas. Ersatzteile. Die können wir bergen, das ist gut. Wir müssen nämlich auch mal ein bisschen die Augen aufhalten nach Gegenständen, weil da auch manchmal halt dann Rüstungsupgrades und so weiter dabei sind. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir jetzt mal hier durch diese große Tür. Gucken, ob wir da irgendwas finden. Hallo? Oh, Max finden wir da. Na super. Was machen wir denn hier? Okay, es sind also nur Sicherheitsmechs. Oh, die haben auch sogar Sicherheitshunde. So, der ist auch kaputt. Okay, das haben wir. Da steht noch einer. Alles klar. Okay, gut. Programmiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ja, entweder hat jemand überlebt und hat die umprogrammiert, oder es waren die, weiß ich nicht, Leute, Wesen, wer auch immer, wer dafür verantwortlich ist, dass hier die Leute nicht mehr da sind, die dann den Forschern wie uns eine Falle gestellt haben. Man weiß es nicht. Man wird es eventuell noch herausfinden. Oh, hallo, ist hier jemand? Anscheinend nicht. Ah, das ist ein Bandsafe, den können wir noch knacken. So, sollte ja auch nicht so das Problem sein. Zack, da haben wir nochmal eins. Da haben wir nochmal zwei. Das war hier, glaube ich, ne? Ja. So. Fertig. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Hier haben wir ein Medizinkit. Natürlich auch immer gut. Okay. Hallo? Jemand da? Noch mehr Ersatzteile. Oh, und nochmal Max. So. Der ist kaputt. Okay. Und der ist auch kaputt. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weitergehen durch die Tür da hinten, mache ich erst nochmal einen Cut, weil wer weiß, was uns da erwartet. Und im nächsten Teil werden wir es dann herausfinden und werden vielleicht auch feststellen, warum der Planet so verlassen ist. Wir werden sehen. Also, bis dann. Ciao.